Ja, meine Damen und Herren, wir sind nochmal an unserem letzten Tagesordnungspunkt angekommen im Bereich der Ausbildung und Weiterbildung. Hier geht es nochmal um die Simulatorentechnik und neben mir steht der Geschäftsführer der Firma BIK und Michael Scholz und Jan Eisenbart, auch Mitinhaber der Firma BIK, und die beiden erklären uns gleich nochmal ein bisschen was zu den Simulatoren. Vorab, Michael, das ist ein französisches Produkt hier von Acreos, und was bietet so ein Simulator, wo kann ich so einen Simulator einsetzen? Ja, vielen Dank, Stefan. Die Simulatoren werden, wie gesagt, in Frankreich, in Metz entwickelt. Weiterhin dort auch die ganze Softwareentwicklung findet statt, alles unter einem Dach, alles in einem Haus. Wir haben hier einen Simulator zur Ausbildung, kein Spielsimulator, mit Pädagogik hinterlegten Lehrplänen, Lehrpfade, die wir selbst anlegen können. Wie wir jetzt sehen, haben wir einen Simulator hier, der eine Dynamik besitzt. Das heißt, wir haben Movement, wir haben ein Feedback von der Bewegung der Maschine, was passiert. Vorteil ist bei unserer Technik, wir können hier diese Module tauschen. Plattform bleibt immer bestehen und können dann alle gängigen Baumaschinen auf dieser Plattform darstellen. Jetzt hast du das Thema Module, wechselbare Module angesprochen. Als Laie kann man sich ja vorstellen, ich kann jetzt hier mit dieser Grundplattform verschiedenste Simulationen machen. Welche Möglichkeiten bietet ihr da? Wir decken mehrere Geräte ab im Bereich Erdbewegung, im Bereich Hafenkräne, im Bereich Lasthebe, Forstwirtschaft, über 20 verschiedene Baumaschinen, auch Traktoren, Fahrzeuge, Pkw und Lkw-Fahrsimulatoren. Umbauphase dauert ungefähr 2 Minuten. Wir können hier mal ein anderes Pack, ein anderes Gerät zeigen. Da haben wir jetzt, der Jan fährt Radlader, hier hätten wir jetzt einen Mobilbagger dabei. Genauso gut können wir einen Turmdrehkran, einen Teleskoplader etc. abbilden. So, wir haben jetzt hier die Grundmodule für den Mobilbagger. Das heißt, hier habe ich eine originalgetreue Steuerung, auch auf die Euro-Steuerung bezogen, und dementsprechend auch das Lenkrad dabei und auch die Fußpedale, wie das auch im richtigen Mobilbagger verbaut ist, sodass es auch getreu nachgebildet ist. Wir handeln natürlich nach dem Prinzip, dass der Schüler auf jeder Maschine, nachdem er beim Simulator gelernt und trainiert hat, sich zurechtfindet. Die Feinheiten findet er dort in der Realität. Nochmal kann er detailgetreu trainieren, aber er findet sich da hundertprozentig zurecht. Jetzt haben wir gerade den Jan gesehen, wie er auf dem Simulator gesessen hat, und du hast ja gerade von Dynamik gesprochen. Wie ist die Dynamik ausgestattet? Wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier unten drunter Servomotoren. Ganz genau wollen wir es nicht erklären, aber es steckt sehr viel Technik hier unter dem Röckchen von dem Simulator, über 3 Zylinder gesteuert. Ja, man hat ja schon die Vermutung, von der Größe her handelt es sich ja fast schon um fast eine Baumaschine sozusagen. Du hast dieses Wechselbare gerade erklärt. Wie sieht das aus? Du hast hier noch auf der rechten Seite auch einen Monitor, ist da verbaut. Was kann ich da an dem Monitor für Parameter ablesen? Ja, wir können hier zum Beispiel jetzt sehen das Schüttgewicht, 0,8 Tonnen. Wir können den Kippwinkel der Schaufel einsehen, können jetzt auch sehen, ob jetzt ein Licht aktiv ist, was dem Schüler dann das Bedienen bei dieser Maschine erleichtert. Auch Lastdiagramme können dort eingesehen werden, je nachdem, welche Übung am Laufen am Start ist. Jetzt sind die Schüler, die hier drauf kommen, meistens Auszubildende. Ich denke mal, alle aus dem Bereich Baugeräteführer. Diese Simulatoren werden ja auch in den Ausbildungszentren, in den großen Ausbildungszentren eingesetzt. Und wie sieht es da aus? Du hast gerade von Lehrpfad gesprochen. Der Ausbilder kann einen Lehrpfad anlegen. Was macht das für einen Sinn? Was steckt da für eine Pädagogik dahinter?
Ja, hier soll es dem Schüler ermöglicht werden, Step by Step voranzukommen. Der Ausbilder wird entlastet, der Schüler lernt stressfrei, wird auch hier über unser pädagogisches Menü durchgeleitet, ohne dass der Ausbilder permanent neben jedem Schüler stehen muss. Die Auswertung erfolgt gesammelt über verschiedene Maschinen, die der Schüler bedient hat oder auf ein Einzelgerät bezogen. Diese Auswertungen werden abgespeichert, sind wertfrei, mit Diagramm allem Möglichen hinterlegt und sind auch ausdruckbar als Nachweis, wie viele Stunden, was hat der Schüler mit welcher Benotung getan. Jan, du bist jetzt gefordert, du bist gefragt, welche Software steckt dahinter, was kann die Software und vielleicht erklärst du das dem Publikum mal. Genau, und zwar, es ist ein Ausbildungssimulator, das bedeutet, er ist für die Schulen gedacht. Der Lehrer will nämlich wissen, was kann jeder Schüler oder er will auch seinen Schultag so beginnen, indem er sagt, ich möchte jetzt ganz dezidiert eine Übung spezifisch, zum Beispiel Beladen einer Transporteinheit oder Beladen eines LKWs. Genau das will ich mit den Schülern üben am heutigen Tag. Und dann kann er auch eine ganze Klasse auf diesen Simulatoren dann bearbeiten und bespielen. Ich habe noch mal eine Frage. Du sagtest gerade eine ganze Klasse. Wir haben ja jetzt hier nur einen Simulator stehen. Das heißt also, ich kann zum Beispiel auch Simulatoren miteinander koppeln, sodass die in einem Team eine Baustelle zusammen bedienen. Genau, die Option gibt es auch. Ab 4 Simulatoren kann man mit 4 verschiedenen Geräten zusammen in einem Team, in einem Netzwerk arbeiten. Nun haben wir hier mitgenommen unser Jester-Programm. Dieses Jester ist ein Ausbilder-, Lehrer-Programm, mit dem er alle seine Schüler eintragen kann und dann auch auswählen kann, welches Schulungsprogramm jetzt gefahren wird. Wir sehen hier zum Beispiel in der Startseite schon mehrere Simulatoren hinterlegt. Das heißt, wir können uns vorstellen, die Schule hat sich jetzt hier 4 Simulatoren gekauft oder 3 Stück in dem Fall. Und man kann pro Simulator sich anschauen, wie die Tätigkeit war und pro Schüler. Jetzt hat der Ausbilder dann auch die Möglichkeit, das Ganze nachzuvollziehen, was seine Schüler machen. Er kann sie aber letztendlich auch alleine lassen auf dem Simulator und kann hier die abgerufenen Werte sich anschauen. Welche Möglichkeiten habe ich hier mit dem Jester, das heißt also mit dem Ausbilderprogramm, die Dinge noch zu verfeinern, weil Michael hatte gerade angesprochen, wir können hier einen Lehrpfad anlegen. Vielleicht erklärst du noch mal was zu dem Lehrpfad softwarebedingt. Ja, der Lehrpfad kann noch mal dezidiert programmiert werden. Das bedeutet, wir können sagen, okay, der Schüler muss jetzt 2 oder 3 Stunden verschiedene Kurse abfahren, die man dann auch selber ausgesucht hat und wo man auch die eigenen Bewertungskriterien hinterlegt hat in der Schwere. Gibt es bei den Übungen, die ihr hier hinterlegt habt, das sind ja eine ganze Reihe an Übungen, ich sag mal von A bis Z, sind die irgendwie so aufgebaut, dass sie gewisse Schwierigkeitsgrade sind da oder sind da gewisse Schwierigkeitsgrade hinterlegt? Absolut. Wir haben hier vorgefertigte Grade, Anfänger, Medium, Expert. Aber man kann auch individuell auf die Mindestvorgabeziele eingreifen. Hier kann man zum Beispiel sagen, wie lange darf eine Übung maximal dauern? Wie viele Endanschläge dürfen maximal an dem Zylinder geschehen? Wie viele Kollisionen sind erlaubt mit dem Gerät? Und auch hier sieht man in diesem Tableau eine Mindestvorgabe. Und ob die jetzt erreicht wird oder nicht vom Schüler, das wird alles neutral bewertet. Wir sehen hier eine Benotung am Ende und die kann man dann auch ausdrucken und auch dem Schüler und der Schule an die Hand geben. So, wenn der Schüler jetzt auf dem Simulator sitzt, wie sieht das denn aus? Welches Feedback bekommt er denn jetzt vom Simulator, wenn er nicht gleich den Ausbilder parat hat? Nun, was passiert ist, entweder es kommt ein schwarzer Bildschirm, in dem wir sehen, okay, es gab
eine kritische Kollision, es gab ein kritisches Ereignis, das bedeutet, die Simulation bricht direkt ab. Oder er sieht auch sofort seine Bewertung nachdem er die Übung gefahren hat, hat er direkt ein Feedback über die Note, die er gefahren ist. Dann kann er direkt in der nächsten Übung sich nochmal verbessern und da... Gerade in dem Bereich Simulatoren oder auch bei der Baumaschine haben wir immer Verschleißkomponenten. Du hast ja gerade was gesagt davon, dass wir harte Anschläge haben, das wird registriert. Also werden hier die Schüler animiert, auch verschleißschonend zu fahren mit den Maschinen, was ja in der heutigen Zeit sehr wichtig ist. Genau, das ist etwas, was neu hinzugekommen ist über die letzten Jahre bei unserem Programm, dass wir jetzt darauf achten, dass die Motordrehzahl, dass die reduziert wird, wenn die Hydraulik nicht unbedingt benötigt wird, die volle Kraft nicht unbedingt benötigt wird für die Tätigkeit, die ausgeübt wird. Also da schaut der Computer auch noch drauf, wie gut ist das Motormanagement des Schülers. Wie realistisch ist das nun aus deiner Sicht zu der Realität, zu der Maschine, die draußen tatsächlich eingesetzt wird? Wie siehst du das gerade im Bereich der Ausbildung? Macht es Sinn, solche Simulatoren dort einzusetzen? Oder sagst du selbstkritisch, das muss man nicht, das kriegt man vielleicht auch ohne Simulator hin? Ich meine, über den Faktor Sicherheit haben wir jetzt... viel gesprochen, das ist auch sehr selbsterklärend. Ich ziehe immer das Beispiel hinzu, bei den Azubi-Cups sehen wir gute Fahrer und diese guten Fahrer fahren auch gute Ergebnisse auf dem Simulator. Das bedeutet, erfahrene Fahrer fahren gut auf dem Simulator und das ist die Rückkopplung. Das bedeutet, wir sind sehr nah an der Realität. Ja, und ein Beispiel möchte ich auch noch hinzufügen. Ich nehme immer dieses Beispiel Turmdrehkran. Ne? Wenn man da auf luftiger Höhe sitzt, sei es denn auf 30 Meter, auf 60 Meter oder noch höher. Und gerade im Bereich der Ausbildung macht es tatsächlich Sinn, solche Simulatoren einzusetzen, für Turmdrehkranführer auch, weil einfach die Steuerung schon mal verinnerlichen. Denn es kann zu viel passieren, auch im Ausbildungsbetrieb. Und da ist es sehr wichtig, dass man solche Simulatoren einsetzt. Genau, also man kann ganz in Ruhe dem Schüler erklären, was er zu tun und zu lassen hat und damit auch sich selber und den Schüler schützen, ganz einfach. Also unter dem Aspekt der Arbeitssicherheit ist das auch nochmal positiv zu sehen mit den Simulatoren. Aus dem Aspekt der Unternehmen ist es positiv zu sehen, weil sie hier wichtige Parameter bekommen, die sie nicht immer von der Maschine zurückbekommen, aber hier angezeigt bekommen. Waren sie produktiv, waren sie effizient und. Das wird hier alles erklärt beziehungsweise dargeboten. Entschuldigung. Was zum Abschluss vielleicht nochmal, wie weit ist die Entwicklung jetzt bei Acreos? Wie weit ist, was sagt die Zukunft voraus? Inwieweit ist da eine Weiterentwicklung zu sehen? Also die Weiterentwicklung ist jetzt nicht nur auf Grafikkomponenten beschränkt, wie man sich das vorstellen kann. Es geht jetzt weiter in Richtung Anbaugeräte. Es geht jetzt weiter in Richtung 3D-Steuerung, GPS-Steuerung. All diese Faktoren kommen mit hinzu und werden jetzt auch in nächster Zeit gelauncht. Okay, dann war es das für heute. Ich darf mich noch mal recht herzlich bei dem Michael Scholz bedanken und auch beim Jan Eisenbart, die uns hier noch mal den Simulator näher gebracht haben. Sie können sich das Ganze dann auch noch mal bei uns auf der Homepage anschauen unter der Mediathek, vdbum.de, Mediathek. Da finden Sie dann die Podcast zu dem Thema. Vielen Dank, einen schönen Abend und bis dahin. Tschüss.